Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Island 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Fossilien analysiert, die ich mal gefarmt habe zwischendurch. Und einen kleinen Dryosaurus schlüpfen lassen. Ja, da das neue Update ja gekommen ist von Fossil und Archäologie, habe ich ja schon letzte Folge erklärt, dass man jetzt dieses Bio-Gut braucht. Was man mit Eiern, Weed, also Weizen, Milch und Rotten Flesh oder Phellosaurus-Fleisch macht. Ja, in dieser Folge werden wir uns mal darum kümmern, ein bisschen Rotten Flesh zu farmen und sowas. Denn ich glaube nicht, dass wir irgendwelches haben. Müssen wir mal gucken. Ich habe mir extra eine Fackel rausgeholt und gewartet, bis Nacht ist. Ich schau mal kurz, haben wir Rotten Flesh? Rockkiste. Ich weiß gar nicht. Essen, Männerzeug. Eins. Wir haben ein Rotten Flash. Läuft super bei uns. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt was farmen will. Denn wir würden genau ein Bio-Gu rauskriegen. Wenn wir alles zusammen suchen würden. Und unten noch irgendwas? Ich glaube mal nicht, denn ich habe jetzt ewig keine Monster mehr angehabt. Wir haben auch keine Kisten, genau. Irgendwas Neues? Nö, nicht wirklich. Scheint. So, mal sortiert. Gut, dann gehen wir mal los. Ich packe die Fackel mal wieder hier rein. Warte mal, wir haben gar keine richtige Waffe. Wir haben eine Spitzhacke. Macht 6 Attack Damage, den Hammer, der macht 6. Wir hätten maximal unsere Axt. Stimmt, ich habe nie drauf geachtet, dass wir keine Waffen haben. Aber wir nehmen mal ein paar mehr Fackeln mit, falls wir mal Fackeln platzieren oder sowas. Das wäre ja doof. Oh Mann. Schön. Na komm. Machen jetzt einfach mal unser schönes Schwert hier. Das machen wir mal wieder ganz, würde ich sagen. Nebenbei, und dann mache ich mir jetzt ein Eisenschwert. Haben wir Eisen irgendwo? Hier haben wir Eisen. Ja, jetzt genug. Sticks. Ein Stick bitte. Mal hochbringen und gucken. Ja, wir haben Sticks, perfekt. Erze. Machen wir irgendwo eine. Nein. Ach, wir haben sogar noch Eisen und so. Müssen auch mal mit Mechanismen und so anfangen. Dass wir mal ein bisschen alles verbessern können hier. Das wäre mal schön. Das machen wir, glaube ich, auch mal in so ein paar Folgen dann so. So. Ach, warte. Ich esse noch mehr was. Dann geht's los. Ab auf Monsterjagd hier. Da hinten ist ein Skelett und Spinnen. Es muss wahrscheinlich richtig dunkel für euch sein. Ah, da hinten ist ein Zombie. Ich sehe den hier gerade. Wir müssen ja mal alles ausleuchten. Überall Fackeln hin an die Geländer und so. Wenn ich auch bei Nachbarn was sieht. Oh, Rotten Flash, perfekt. Und Monster Hunter gekriegt. Hexe drin. Nicht rein, da ist ein Creeper, da möchte ich auch nicht hin. Oh, das T-Rex-Gehege. Erste Monsterjagd, die wir hier machen. Erste Mal, dass wir hier in Jurassic Island Monster jagen gehen. Oh Mann, auch schön. Aber jetzt müssen wir es ja. Dank diesem neuen Update hier. Ich hätte mal hier mal ein bisschen anpassen sollen. Zu hoch lassen. Ja du, so. Bitte, Monster. Ich glaube, das ist das.
Doch, da habe ich ausgeleuchtet drin. Oder? Ja, müsste ich ausgeleuchtet haben. Noch weiterer Zombie. Perfekt. Komm her, du. So ein schwebender Baum. Ah, Hilfe. Wir sehen die Viecher. Ein Spinnenreiter. Danke. Zeug. Ist ein bisschen zu dunkel für euch, glaube ich, oder? Ah, ist wirklich ein bisschen dunkel. Zeug. Ach ja, aber sowas muss auch mal sein. Genau wie hier Fossilienfarmen immer mal wieder kommt. Ich zeige das jetzt nicht immer wieder, also jedes Mal, wenn ich Fossilienfarmen gehe oder das hier zum Beispiel mache. Das zeige ich jetzt nicht jedes Mal, weil es ja auch immer mal langweilig sein kann. Aber es ist schon gut, wenn ich es immer ab und zu mal mache, dass ihr seht, ja, das gehört auch dazu. Ab jetzt ist Monsterjagd auch ein Teil davon, also Zombiejagd eher. Anderes brauchen wir ja nicht wirklich. Sonst können wir ja keine Dinos machen, das ist ja das Problem sonst. Lauf mal darüber. Das ist gerade viel zu dunkel für euch, sicher. Nein. Oh nein. Au. Ah, Hilfe. Wir müssen uns irgendwo in Sicherheit bringen, schnell mal. Oh nein. Schnell, schnell hier hoch. Denn. Oh, es wird jetzt gerade Tag. Na toll. Na gut, wir haben 6 gefarmt. Das geht ja auch mal. Ich muss dringend mal gucken, dass ich vielleicht für sowas hier den Shader rausmache. Unten sind viel so viel Viehzeug aus da unten. Ganzes Gehege. Hier oben soll ich überall ausleuchten. Gut, also es ist wirklich schön zu wissen, dass man auch mal ausleuchten muss hier noch alles. Da habe ich nämlich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass ich das auch noch mal machen muss. Sonst nehme ich die Folgen immer auf, wenn hier Tag ist. Das merke ich auch mal, ja. Nacht muss ja auch mal sein. Oh nein. Ja, noch ein Red Flash, perfekt. So. Gehen wir einfach mal zurück. So, mal besseres Essen machen. Ein paar Brote wären dann, glaube ich, besser als so ein paar Karotten hier. Und mal bessere Rüstung. Ja gut, dann können wir ja gleich mal gucken, dass wir jetzt erstmal schon mal ein bisschen was vorbereiten. Wir haben ja jetzt ein bisschen Rotten Flash. Milch ist ja auch kein Problem und Weizen auch nicht. Eier haben wir auch noch und da haben wir noch ein weiteres. Perfekt. Dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht mal so eine kleine Farm baue. Tiere und so. Für normale Tiere. Essensversorgung für Dinos. Hühnereier. Für uns, für unsere hier Dings. Oh, da ist der kleine Drüo. Eine Drüo, oh, wie nie. Ja, wie schön. Aber die waren Hühnereier, glaube ich, genau. Die sollten wir schon mal mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir drüben auch welche haben. Sammer oder so. Keine Ahnung, irgendwie wirkt das auf mich so langsam hier gerade. Ein Wolf? Ja, das ist ein Wolf. Ach komm, probieren wir jetzt mal mit dem Knochen hier. Steht hier einfach hier ein Wolf rum. Ach, schade. Ah, hier sind unsere Nautilus. Ich habe die Nautilus auch mal benannt. Ich weiß nämlich nicht, ob die spawnen können oder nicht. Deswegen habe ich da einfach mal ein paar Nametags dran geklatscht, an die im Kreativmodus.
So, Eimer. Wir haben sogar zwei Nametags noch. Ach komm. Ich will einen Hund. Hündchen. Ach, wir haben ein Hündchen. So, jetzt ist die Zeit für Namensvorschläge fürs Hündchen. So, das kleine Hündchen hier. So, das kommt da rein. Dann schauen wir mal, hier hinten waren noch Eimer. Oh, dann Weizen müssen wir ernten. Müssen wir nicht zu viel ernten, ja, 7 Stück reichen eigentlich aus. Das war nicht mal alles, was wir geerntet haben. Oh. Nachgepflanzt, noch die Milch holen und dann können wir Bio-Gu herstellen. Erste Mal Bio-Gu hergestellt. So, dann an die Werkbank. Fertig, los. Und zack, einmal Bio-Gu. Mach jetzt einfach mal komplett aus allem, was wir hier haben, Bio-Gu. So, 7 Bio-Gu haben wir jetzt. Das ist nicht mal perfekt. So, das ist durchgelaufen und wir haben jetzt insgesamt 4 Diplodons, 2 Dilos und der Rest ebenso. Irgendein anderer Dino, den wir noch nicht gesehen haben? Nö. Wir haben jetzt 3 Megalograptus, 3 Crasigrinus, 4 Sargos, das ist jetzt so weiter Plesio noch. Das ist jetzt so das, was ich jetzt so gesehen habe, was jetzt noch neu ist. Mal gucken, die möchte ich gern und die möchte ich gern. Zack. Ja, Milcheimer gehen jetzt auch nicht mehr rein, wie man sieht. Hühnereier auch nicht, die gingen ja auch mal. Jetzt geht nur noch Bio-Gu rein. So, kommen oben hin. Wenn wir Glück haben, kommt da sogar mal noch ein Phaelosaurus raus. Wenn man sieht ja hier, da kriegt man dann 4, aus einem Phaelosaurus-Fleisch kann man dann 4 Bio-Gu rauskriegen. Das ist ja nochmal besser. Wir haben jetzt sogar noch 3 übrig, das ist schön. Ja, müssen wir mal gucken, welches Gehege wir jetzt als nächstes machen. Ich würde ja schon gerne im Amphibienhaus da hinten weitermachen, also im Berg weitergraben und alles. Schöne Gehege bauen und so weiter. Mit Sarkosuchus Gehege, da weiß ich, habt ihr ja mal geschrieben gehabt, dass ich soll mal das Sarko Gehege, was bisher hier ist, mal umbauen in den Sumpf und alles. Also, das mache ich mal später. Ich habe nämlich auch vor, das Sarko-Gehege sowieso noch woanders hinzubauen und allgemein, das soll ja auch größer werden und so weiter. Das ist jetzt nur erstmal so ein Gehege für die Sarkos, das habe ich mal im Stream, glaube ich, gebaut gehabt. Ist nur mal erstmal für jetzt, für den Anfang so ein Gehege. Später mache ich, glaube ich, hier hinten irgendwie ein Gehege hin für den Sarko, weil hier so schöne Seen sind. Da will ich dann für Spino und Sarko so ein Gehege hin machen. An die Seen. Ich glaube, den See hier nehme ich für die Sarkos und den See hier unten mit dem schönen Fluss nehme ich dann für Spinos später. Mal gucken. Ganze Map hier. Habe ich zwischendurch auch mal wieder aufgedeckt, die ganze Insel. Noch so viel Platz, also das Gehege hier und das T-Rex-Gehege sind jetzt unsere größten Gehege bisher. Oh Mann, da haben wir noch so viel Platz für Gehege. Moment, wo wollte ich hin? Was wollte ich hier draußen? Ich weiß selbst nicht mal, was ich hier draußen wollte gerade. Wir sind jetzt gleich am Punkt angekommen. Dann bald mal kaputt gehen könnten. So, jetzt packe ich mal die ganze Dino-DNA, die ich habe, mal wieder da drüben rein.
will jetzt mal irgendwie sehen, was ich so alles hab eigentlich. DNA, ja. Ach, ich habe sogar noch eine weitere T-Rex-DNA, habe ich gar nicht gewusst. Das kommt jetzt alles erstmal da rein. DNA, alles DNA hier. Ihr seid keine DNA hier, das ganze Zeug. Da kommt hier drüben rein, wo es keine DNA ist. Haben wir sonst noch Mino-DNA? Nö. Gut. Dann ist das unsere komplette Sammlung an Dino-DNA bisher. Wir könnten 6 Diplerodons machen. Bei Trikes haben wir auch. Hier Sargos noch. Oh Mann. Also wir haben massig an Dino-DNA. Das ist gut. Das ist super gut. Das gefällt mir, da können wir massig Dino-Gehege bauen. Haben die es alle geschafft? Die haben es alle geschafft über die Phase. Das ist ja cool. Was Besonderes. So, was wollte ich jetzt hier draußen machen? Stimmt, ich wollte mal gucken. Die Tierfarm könnte ich ja hier drüben hinbauen. So an diese. Ja, ich zeig's euch mal. Also hier so hin. Da ist ja Platz, da kann man prima eine Tierfarm, glaube ich, hinbauen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Es wäre auch nicht schlecht, wenn ich diesen ganzen Hügel hier mal abtrage, wo mein Haus dran ist. Und das ganze Zuckerrohrfeld und alles. Dann kann ich hier vielleicht auch noch was hinbauen. So hinterm Haus hier der ganze Hügel mal weg ist. Das ist ja auch nicht ganz toll, dass so ein gigantischer Hügel einfach ist. Könnt mir ja aber auch noch mal Ideen für neue Gehege und sowas schreiben. Also ich habe ja jetzt die Idee gehabt, erstmal im Amphibienhaus drüben weiterzumachen. Also dort drüben, wo auch der Tiktaalik lebt, bisher. Der einzigste. Da würde ich jetzt mal gerne wissen, soll ich jetzt hier weiterbauen? So Amphibien und sowas eben. Aber das auch eben erst nach der Folge, nachdem ich die Tierfarm gebaut habe und sowas. Soll ich hier weiterbauen, neue Tiktaaliks reinpacken und auch mal andere Amphibien und so weiter eben hier rein? Oder soll ich mal irgendeinen anderen Dino machen? Zum Beispiel den Diplodocus, der neu dazugekommen ist. Oder mal, oder mal komplett neuen Dino eben. Auch mal ein neues Gehege bauen dafür. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, da würde ich gern mal wissen, wie ihr dazu steht, so was ihr davon halten würdet. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch hier neue, also diese neuen hier, die quasi Quasigirinus und Tiktaalik setzen wir dann später mal rein in einer anderen Folge. Ja, das würde ich gern mal wissen. Wir haben diese Dino-DNA. Und dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also was wir denn als nächstes so machen sollen. Oder sollen wir vielleicht auch erstmal am Park weiterbauen. So die Wege und diesen Hügel hier mal entfernen. Schreibt mir das mal einfach, was ich denn so machen soll, dann nachdem ich die Tierfarm gebaut habe und sowas. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!